Ihnen, Herr Professor Neugebauer, zwei Dinge mit auf den Weg nach München geben. Erstens, alle guten Wünsche für ein erfolgreiches Wirken in Ihrem neuen Amt. Zweitens, und vor allem einen besonderen Dank für die außerordentlichen Verdienste, die Sie sich um die Wissenschaft und um die Wirtschaft im Freistaat Sachsen erworben haben. Meine Damen und Herren, seit 1997 wird im Freistaat Sachsen für verdienstvolle Persönlichkeiten, die sich vorbildlich für das Gemeinwesen im Freistaat engagiert haben, die sowohl im Beruf wie im Ehrenamt für die Entwicklung unseres Heimatlandes mit außerordentlichen Leistungen beigetragen haben, der Sächsische Verdienstorden verliehen. Und es ist für mich, Herr Professor Neugebauer, eine Ehre und eine Freude, heute Ihnen als Dank, als Anerkennung für Ihre wissenschaftlichen wie wirtschaftlichen Leistungen, für Ihren außerordentlichen Beitrag zur Entwicklung unseres Gemeinwesens in Freistaat Sachsen zu danken und Ihnen mit der höchsten Auszeichnung des Freistaates Sachsens Sie zu beehren. Dafür meinen herzlichen Glückwunsch und Ihnen auf den neuen Wegen Glück auf. Und seine Bevölkerung verleihe ich Herrn Professor Dr. Ingenieur Raimund Neugebauer den Verdienstorden des Freistaates Sachsen Chemnitz, den 20. September 2012 gezeichnet, der sächsische Ministerpräsident. Herzlichen Glückwunsch, Herr Professor Neugebauer.